Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Video aus meiner Reihe der Total War Pharaoh News. Mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir gucken uns heute die Kampagnenmechaniken an und werfen nochmal einen detaillierten Blick auf die Dinge, die mit dem letzten Death Diary angekündigt worden sind. Das Video kam gestern raus. Ich habe es euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und für all diejenigen, die meinen Kanal noch nicht kennen, ich mache ja sehr gerne historische Let's Plays, insbesondere zur Total War-Reihe. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, freue ich mich sehr über ein Abo. Dann kriegt ihr auch immer die News hier mit. Einen Daumen nach oben tut es wahrscheinlich auch. Wie immer freue ich mich auch über Kommentare. Lasst mich also wissen, wenn ihr Fragen habt zum Spiel oder wenn ich euch irgendwas beantworten kann. Was ist also passiert im zweiten Death Diary, das gestern am 12.07. veröffentlicht wurde von Creative Assembly, wurden noch mal ein paar Dinge gezeigt, die uns interessante Einblicke auf die Kampagne eröffnen. Und Theodor Kosukov, der Principal Game Designer des Spiels, der hat verschiedene Dinge gesagt, die mein Interesse geweckt haben, wie sich eine mögliche Kampagne in Total War Pharaoh gestalten könnte. Und ihr wisst ja darüber hinaus, das Thema Götter und Total War, insbesondere Götter und historisches Total War, das ist ja so ein Betätigungsfeld von mir, wo ich momentan sehr skeptisch auf die weitere Entwicklung des Spiels blicke, weil ich der Meinung bin, dass, nur so als kleiner Disclaimer vorweg, dass das beides nicht so wirklich gut ineinander passt. Ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass man mit diesem in Anführungszeichen historischen Total War Teil nochmal stärker diese ganze Fantasy-Schiene bedienen möchte. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Als erstes mal vorneweg, ich fand es ganz interessant, jetzt mal was von Theodor Kosukov zu hören, denn den kannte ich vorher noch gar nicht. Ich hatte ihn nicht beim Announcement-Trailer gesehen und ich hatte ihn auch nicht in den Unterlagen, die ich bisher so bekommen habe zu dem Spiel. Das ist ja insofern interessant, weil Principal Game Designer ist jetzt ja nicht gerade irgendwie so eine nebensächliche Tätigkeit, sondern das ist ja schon eine ziemlich wichtige Rolle. Der Game Director selbst, den kennen wir natürlich, Todor Nikolov. Der war auch schon der Lead Game Designer von Rise of the Republic und hat vorher auch schon bei Rome 2 Empire Divided mitgearbeitet. Game Designer war er übrigens auch bei Total War Saga Troy. Das ist ja immer für mich so ein bisschen ein rotes Tuch. Ihr wisst, ich mag den Titel nicht so gerne. Aber ich habe ja aktuell auch ein Let's Play mit Hector laufen, also ansonsten schaut ihr gerne da mal rein, wenn ihr da ausführlichere Infos zu diesem Total War Saga Titel haben wollt. Jetzt haben wir es ja aber mit einem, in Anführungszeichen, Vollwert-Titel zu tun, der darüber auch noch in einem historischen Setting spielen soll. Und Theodor hat was, ich duze den jetzt mal einfach, ja, der hat was sehr Interessantes gesagt in diesem Interview bei den Death Diaries, nämlich, dass ja die freie Entwicklung des Spielers so ein bisschen im Fokus stehen soll. Ich paraphrasiere das ein bisschen in eigenen Worten, ich hoffe, das ist soweit okay. Er sagt gewissermaßen, normalerweise sieht es hier so aus, man startet eine Kampagne und dann sind gewisse Dinge einfach vorgegeben. Aber man möchte das gerne in dem neuen Total War Teil, nämlich Total War Pharaoh, etwas anders gestalten. Total War Pharaoh soll die ultimative Sandbox werden, wie man sie im bronzezeitlichen Ägypten realisieren kann. Und zugleich soll der Spieler deshalb die Möglichkeit haben, seine Fraktionsmechaniken selbst auszuwählen. Ich habe die für euch jetzt auch hier nochmal so ein bisschen zusammengeschnitten. Ihr seht natürlich wieder einen Haufen Standbilder, kennt ihr ja jetzt mittlerweile aus meinen Videos. Aber solange ich selber noch nichts an Gameplay aufnehmen kann, passt das ja jetzt erstmal für euch, denke ich. Und wir gehen die gleich auch alle mal nacheinander durch. Mein Eindruck von dem Ganzen ist, man hat sich das so ein bisschen vorzustellen wie eine Mischung aus Siegbedingungen und Fraktionsboni. Ihr kennt das aus den vorangegangenen Total War Teilen. Man spielt eine Fraktion, diese Fraktion hat gewisse Eigenschaften oder Boni. Nehmen wir mal als Beispiel die Skythen in Total War Rome 2. Die haben dann mehr Munition und solche Dinge halt. Aber außerdem muss man ja um eine Kampagne, wir denken jetzt mal an die späteren Total War-Teile, wie zum Beispiel Troy, innerhalb einer Kampagne kann man bestimmte Ziele durch die Erfüllung von Aufgaben erreichen und dadurch Boni gewinnen. So in etwa, wie wir uns das eben bei Troy mit relativ strikten Vorgaben aus der Heldensage eben noch vorstellen können.
Aber es soll ja etwas freier sein. Das heißt also, man wird hier seine Ziele stärker selbst wählen müssen. Aber ich glaube, bevor ich jetzt sehr lange abstrakt darüber rede, wir gucken uns einfach mal die konkreten Vorgaben an. Nummer 1. Thutmosis, der Eroberer. Wenn man das liest, wirkt das auf mich so ein bisschen wie die Skaven-Mechanik bei Total War Warhammer. Da kann man ja eine Siedlung dadurch erobern, dass man ein Gebäude gebaut hat und danach entsteht dann da eine Armee und mit dieser Armee kann man dann die Siedlung angreifen und dann kann man diese Siedlung einnehmen. Und bei Thutmosis, der Eroberer, als Kampagnenmechanik sehen wir hier, ich übersetze das jetzt einfach mal ein bisschen freier. Wir suchen eine Stadt aus, die wir erobern wollen und dann setzen wir einen gewissen Aufwand dafür ein, dass wir die Verteidigungen schwächen, dass wir den Support von lokalen unzufriedenen Personen irgendwie sammeln und dann stapeln wir eine gewisse Boni aufeinander, um dann diese Stadt anzugreifen und sie unserem Reich hinzuzufügen. Und das fällt euch natürlich auch direkt auf. Oben links steht Reinforcements und da seht ihr halt schon, da werden irgendwelche Truppen angesammelt werden, die ihr dann nutzen könnt, um diese Städte dann vielleicht leichter einzunehmen. Das ist also irgendetwas, da werdet ihr Ressourcen aufwenden müssen, um diese Städte dann mit einer Armee, die dann da spawnt und die vielleicht eure Armee, die ihr da hingeschickt habt, verstärkt dann einnehmen könnt. Und das Spektrum bewegt sich hier zwischen Sabotage und der Unterstützung der dort ansässigen Bevölkerung. Das Ganze hat dann noch jeweils 5 Stufen. Es könnte sein, dass man beide Stufen ausfüllen kann. Muss nicht unbedingt sein, aber ist durchaus vorstellbar. Und dann addiert man diesen Wert dann in der Mitte und wenn das dann einen gewissen Grenzwert überschritten hat, dann kann man das dann starten und dann kann man diese Stadt offenbar dann etwas einfacher erobern. Bei Sabotage könnte zum Beispiel sowas sein wie Moral des Gegners reduzieren oder vielleicht eine Verstärkung verhindern oder vielleicht Verschleiß erzeugen oder sowas. Und bei der Unterstützung durch die dort ansässige Bevölkerung, da wird das sowas sein, dass man dann Unterstützung bekommt durch Einheiten. Die nächste Mechanik, die auch merkwürdig vertraut wirkt, ist Hatschepsut, die Händlerin. Wir denken jetzt natürlich an diese Pharaonen aus der 18. Dynastie im 15. Jahrhundert vor Christus. Die hat eine Karawanenmechanik und das kennen wir zum Beispiel von den Chaoszwergen bei Total War Warhammer. Das kennen wir aber auch noch von anderen Fraktionen, die diese Karawanenmechaniken haben. Was soll man da also machen? Man soll Ressourcen in eine Karawane packen, die wird an einem Ort losgeschickt und dann wird das an einem anderen Ort verkauft und dann kann man das auswählen. Und ich würde mal einfach vermuten, dass diese Karawanen ein gewisses Maß an Verteidigung haben und gegebenenfalls überfallen werden können. Wirkt jetzt also auch sehr vertraut eigentlich, aber das ist sicherlich ein guter Punkt, dass man das selbst als Fraktionsmechanik wählen kann. Einen Bonus, den man da bekommen wird, ist wahrscheinlich auf die diplomatischen Beziehungen. Das, glaube ich, hat der Entwickler hier auch gesagt, wobei man das jetzt hier in diesem Screenshot nicht mehr so genau lesen kann. Man soll halt eben auch Artefakte verkaufen können. Ja. Als dritte Kampagnenfähigkeit hat man Akhenaten den Ketzer eingeführt. Dahinter verbirgt sich niemand Geringeres als Echnaton, Pharao der 18. Dynastie aus dem 14. Jahrhundert vor Christus. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum hat er denn den Beinamen der Ketzer bekommen? Das ist jetzt nicht unbedingt so ein toller Beiname. Er hat den Namen bekommen, weil es in der Zeit von Echnaton viele Spannungen mit der Priesterschaft gab. Er hat Tempel schließen lassen, Priesterschaften enteignen lassen und so weiter. Das hat etwas mit der Priesterschaft als politischem Machtfaktor zu tun. Das ist eigentlich ein Aspekt, den ich persönlich jetzt wieder sehr interessant finde, weil, ne, ihr merkt ja, oder ich habe es bereits auch gesagt, Götter in Total War Pharao, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Das finde ich halt einen interessanten Aspekt, wenn es auf der Interaktionsebene mit der Priesterschaft eben ist und nicht auf Interaktionsebene mit den Göttern. Aber gucken wir mal, was soll denn der machen? Der soll nach Möglichkeit eine Religion durchsetzen. Und es sollte eine Religion sein, die zu Spielbeginn bekannt ist. Das könnte dann hier also Ra oder Ptah sein. Und das Erste, was mir hier aufgefallen ist, ist, dass man +1 regionale Immunität auf die Isfet-Effekte bekommt. Was könnte das bloß sein? Da reden wir gleich drüber, denn da kam noch was dazu in dem Video. Echnaton wird also sehr stark mit dieser Gunstmechanik arbeiten. Man sieht das auch hier, Wert 180. Und dann gibt es sogenannte Aten-Tiers. 1 bis 7 oder 1 von 7 mit Aten bzw. Aton
ist die Sonnenscheibe gemeint, hier diese Variante des Re-Kultes, die unter Echnaton, da steckt das ja auch im Namen drin, zur obersten Gottheit eben erhoben wurde. Was man jetzt leider nicht sehen kann, ist der Bonus, den dann die Gebete geben. Aber okay, also hier hat man eine besondere Religionsmechanik, das könnte ganz interessant sein. Nur wenn es dann halt wieder so aussieht, dass dieser Aton aus unseren Einheiten gewissermaßen Space Marines macht, ne, das fände ich dann wieder übertrieben. Aber schauen wir mal, was da so demnächst kommen wird. Ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass das eine Mechanik ist, die uns noch häufiger präsentiert wird, weil man das auch als etwas Neues verkaufen möchte. Und das meine ich jetzt total wertneutral. Es ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass das als Neuheit angepriesen werden wird. Als vierten Weg gibt es noch Khufu, den Baumeister. Dahinter versteckt sich natürlich Cheops, der für seine große Grabstätte bzw. die Pyramide bekannt ist. Und auch hier haben wir dann die entsprechenden Möglichkeiten, wie wir diese Fraktion ausgestalten können, indem wir an bestimmten und besonderen Außenposten besondere einmalige Gebäude errichten, wie zum Beispiel die große Pyramide oder die großen Gärten und so weiter und so fort. Also es ist nicht unbedingt darauf festgelegt, was diese Pharaonen bzw. Herrscher oder Pyramidenbauer früher genau gemacht haben, sondern das soll dem Spieler einen individuellen Weg in die Sandbox hinein ermöglichen. Was ich eigentlich echt in Ordnung finde für einen historischen Titel. Wir lieben das doch, wenn man in solchen Kampagnen auch mal ein bisschen verrückte Sachen machen kann. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und in meinen Augen ist es deutlich weniger Fantasy als irgendwelche Götter, die da in der Welt rumwursteln, weil diese Dinge ja immerhin eine historische Basis besitzen. Also man hat historische Persönlichkeiten, an denen sich das orientiert. Anders sieht es natürlich nochmal aus mit den diversen Attributen, die man den Generälen zuschreibt. Da werde ich nochmal ein eigenes Video zu machen. Sagen wir mal eher Persönlichkeitsmerkmale, denn das ist halt super stark fiktional. Wir wissen fast nichts über die Persönlichkeitsmerkmale der vier ägyptischen Fraktionen, die uns hier präsentiert werden. Insofern finde ich das ein bisschen grenzwertig. Dann sollte man lieber dem Spieler freie Hand lassen und das selber entwickeln, anstatt dass man diesen Personen Persönlichkeitsmerkmale von vornherein zuschreibt. Und positiv ausgedrückt könnte man hier durchaus sagen, dass das die Möglichkeit bietet, Fantasy-Aspekte zu kompensieren. Bezogen jetzt auf die Persönlichkeitsmerkmale. Weil man hier tatsächlich dem Spieler einen größeren Freiraum lässt. Denn eins kann man, glaube ich, relativ gut aus Troy und auch Thrones of Britannia lernen. Je mehr Möglichkeiten man dem Spieler nimmt, diese Kampagnen selbst weiterzuentwickeln, desto frustrierender verlaufen die in der Regel. Wir kommen zum letzten Punkt, denn an einer Stelle sagt Turdon etwas zu den königlichen Dekreten, das ist ja die Forschung gewissermaßen in Total War Pharaoh, und da gibt es einen Forschungspunkt, der nennt sich Gegen die Dunkelheit, und der erhöht die Maat-Dauer um einen Punkt fraktionsweit und verringert die Isfet-Dauer um minus 1. Und ich hatte das ja schon einmal vollmundig angekündigt, dass ich etwas zu Isfet sagen werde. Isfet und Maat sind Gegenstücke. Es geht dabei um die Weltordnung bzw. die Harmonie. Isfet und Maat sind widerstreitende Paare, Gegensätzlichkeiten. Das eine, Maat, Ordnung, gerechte Herrschaft, und Isfet, das Gegenstück, Chaos, Anarchie von mir aus. Es gibt eine populäre Erzählung aus dem Mittleren Reich dazu. Die Klagen des Oasenmannes werden sie genannt. Und darin steht zu lesen, wer die Lüge vernichtet, fördert die Maat. Wer das Gute fördert, macht das Böse zunichte. Wie Sattheit den Hunger vertreibt, Kleidung den Nacken bedeckt, den Nackten bedeckt, wie der Himmel heiter ist nach heftigem Sturm. Das sind ja auch wichtige Ratschläge, die man den ägyptischen Pharaonen mitgegeben hat. Man muss daran denken, dass auch das Amt des Pharao mit einer gewissen Verantwortung ja ausgestattet war für die Untertanen. Und es gab tatsächlich auch so kleine Ratgeber für Pharaonen, wie die sich zu verhalten haben. Und Maat zu fördern durch gerechtes und tugendhaftes Handeln, das ist immer ein wichtiges Anliegen in diesen Ratgebern gewesen. Denn wenn sich ein Pharao oder eine Pharaonin
nicht der Wahrung der Kulte hingibt, versucht gerecht zu urteilen und ähnliches, dann fördert das Zwist und Unstimmigkeit und das führt natürlich ins Chaos bzw. in Bürgerkriege und ähnliches. Und so etwas dürfte hier mit Isfet gemeint sein, allerdings hier bezogen auf provinzielle Effekte oder auf regionale Effekte in einzelnen Regionen, die der Spieler kontrolliert. Wir bleiben also bei Total War Pharaoh, ähnlich wie bei den Figuren, die uns da begegnen, auch hier bei Antagonismen. Es gibt eine gute und eine schlechte Seite. Und beides hat Auswirkungen auf unser Spiel. Die Isfet-Dauer wird negative Effekte bringen. Die Mat-Dauer wird das entweder kompensieren oder ausgleichen. Wenn man Glück hat, dann hält sich das irgendwie die Waage. Aber die Tatsache, dass hier von Duration, also von Dauer und von Runden die Rede ist, da können wir also davon ausgehen, dass es sich um Buffs oder Debuffs handelt, die für eine gewisse Zeit gelten werden. Und jetzt können wir selbstverständlich überlegen, was löst diese Dinge denn aus? Okay, da müssten wir jetzt das Gameplay genauer kennen, da müssten wir jetzt noch ein paar tiefere Einblicke haben. Ich denke, das wird uns bald präsentiert werden, denn ich glaube, das ist etwas, worauf CA entweder stolz ist und wenn es gar nicht gezeigt wird, dann ist es etwas, worauf sie vielleicht nicht so stolz sind. Und ich höre euch jetzt schon wieder rufen, ah ja, hier der Günner, der macht wieder einen auf Andy Möller, ne, ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ne? Nein, 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 das ist ja damit gar nicht gemeint, sondern wir sollten jetzt genau aufpassen, ob wir noch mehr Infos vor den nächsten Gameplay-Reveals durch die Creator, wie mich jetzt zum Beispiel, bekommen, ob wir davon noch was sehen, weil wenn das angekündigt wird, dann denke ich, dann sind sie stolz drauf, dass sie da irgendwie was Cooles gemacht haben. Und das wäre für uns ein wichtiger Hinweis, dass das wohl offenbar etwas ist, was zur Verbesserung des Spielgeschehens beiträgt. Denn ich bin ein bisschen besorgt mit diesen globalen Debuffs nach dem Motto Unruhe, Chaos bricht aus, wichtige Kultstätten sind zerstört worden, bla bla bla, die bösen Seevölker und so weiter. Auch da wieder Antagonismen, böse Seevölker, gute Pharaonen, gute Hittiter, gute Kanaaniter und so weiter. Ne? Also, wir sollten da genau darauf achten, was wir da noch zu Gesicht bekommen. Und ich will jetzt dieses Video nicht noch länger machen, wie sonst auch immer, wo diese Videos immer über eine halbe Stunde bei mir dauern. Insofern sage ich jetzt hier, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und euch das angeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Nochmal hier zur Erinnerung, ich würde mich über eine positive Bewertung dieses Videos freuen oder über einen Kommentar. Wenn ihr was wissen wollt zu Total War Pharaoh, dann schreibt mir doch gerne etwas in die Kommentare. Ich versuche immer drauf zu antworten. Manchmal kann ich es nicht, aber ich gehe auch gerne in Videos darauf ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage Pax Vobiscum, Valete.